Hi, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich dir meinen Stapel ungelesener Bücher. Ich dachte mir, Anfang 2020 möchte ich einfach mal wissen, wie viele Bücher auf meinem Sub wirklich zu finden sind und die dir dann zeigen. Und Ende des Jahres gibt es dann nochmal so ein Video und ich werde dann so einen kleinen Vergleich draus ziehen. Ich habe wirklich komplett den Überblick verloren, wie viele Bücher auf meinem Sub liegen. Deswegen ist es jetzt auch so eine kleine Überraschung für mich. Das Einzige, was ich weiß, es sind sehr viele Bücher, wenn ich so neben mir gucke und die ganzen Stapel ansehe. Ja, und ich wünsche dir viel Spaß bei dem Video. Als erstes habe ich die Todesreihe von Andreas Gruber auf meinem Sub, und zwar Todesurteil, Band Nummer 2, Todesmärchen, Band Nummer 3, Todesreigen, Band Nummer 4 und dann noch Todesmal, Band Nummer 5. Hierbei geht es immer um die Kommissare Sabine Nemetz und Martin Asnea. Und ich habe schon richtig Lust, diese Reihe endlich weiterzulesen, denn der erste Band war sehr, sehr gut. Ich habe übrigens noch was von Gruber auf meinem Sub-Stapel, aber das kommt dann später. Dann habe ich Bücher von Strobel auf meinem Sub, und zwar einmal Offline. Hier geht es um Offline-Sein. Es passiert etwas und ich finde die Aufmachung von diesem Buch so genial. Und danach habe ich auch noch die Im Kopf des Mörders-Trilogie komplett auf meinem Sub-Stapel. Ich habe die mir einfach mal alle gekauft. Hier geht es dann immer um Max Bischoff. Band Nummer 1, Die Fenarm. Band Nummer 2, Kalte Angst. Und Band Nummer 3, Toter Schrei. Ich bin immer so komisch, dass ich ja nicht anders kann, als alle Bücher einer Trilogie zu haben, obwohl ich nicht weiß, ob mir überhaupt der Autor gefällt oder so. Von Colin Hoover, Was perfekt war, liegt auch auf meinem Sub. Ich bin gespannt, wie Colin Hoover schreibt. Ich habe nämlich noch nie was von Colin Hoover gelesen. Und es ist halt wieder mal eine Liebesgeschichte für zwischendurch, dann denke ich mal richtig gut. Liegt aber noch nicht so lange auf meinem Sub. Und ebenfalls noch nicht so lange auf dem Sub liegt Everything I Didn't Say von Kim Nina Oka. Habe ich zu Weihnachten bekommen und deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen auf meinem Sub liegen. Ist nicht so ein Prioritätsbuch sozusagen. Ist auch so ein bisschen Liebesgeschichte natürlich. Zwischen Jamie und Carter sprühen augenblicklich die Funken, doch sie wollen es nicht wahrhaben. Dann habe ich Catherine Shepard auf meinem Sub-Stapel liegen, und zwar einmal Der Blutjäger, das neueste von der Laura Kern-Reihe, und ich bin sehr gespannt, wie das wohl so ist. Eine junge Frau liegt hier leblos auf dem Waldboden und eine Kugel steckt mitten in ihrem Herz. Catherine Shepard schreibt ja sehr, sehr gut, deswegen hoffe ich, dass mir das gefallen wird. Und dann habe ich auf meinem Sub auch noch die ersten beiden von der Julia Schwarz-Trilogie. Nachtspiel und Moritz Schwärze. Moritz Schwärze Band 1, Nachtspiel Band 2. Und Julia Schwarz ist eine Rechtsmedizinerin. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, ich fange die sowieso erst an, wenn ich dann auch noch den Rest dieser Reihe habe, wie ich mich kenne. Die stumme Patientin von Alex Micheldis liegt auch immer noch auf meinem Sub. Ich finde die Aufmachung aber sehr interessant und ich bin auch gespannt, um was es hier geht. Denn es geht um eine stumme Malerin sozusagen, die nicht sagen möchte, was mit ihrem Mann passiert ist. Und ich bin gespannt, weil es ein Debütroman ist von dem Kerl. Dann habe ich auf meinem Sub Die andere Frau von Michael Robotan, ebenfalls ein Psychothriller. Und da ist plötzlich ein Unfall passiert mit einem Vater und es sitzt eine ganz fremde Frau auf dem Bett. Und der Junge kann sich das gar nicht erklären, oder besser gesagt der junge Mann. Ich bin sehr, sehr gespannt, habe ich mein Geschenk bekommen. Dann habe ich einige Werke von Winkelmann auf meinem Sub, und zwar einmal Das Haus der Mädchen. Das ist das längste Winkelmann-Buch auf meinem Sub, das musste ich damals mitnehmen, das war damals gehypt. Du kommst in eine fremde Stadt, du mietest dir ein Zimmer, du freundest dich mit deiner Zimmernachbarin an, aber am nächsten Morgen ist sie nicht mehr da und dann suchst du sie und es klingt richtig gut. Dann habe ich auch noch Die Lieferung auf dem Stapel, das ist das im Moment neueste Werk von ihm, soweit ich weiß. Und hierbei verschwinden Frauen immer, nachdem sie eine Pizza bestellt haben. Und ich weiß nicht warum, aber das hat es immer noch nicht mich hinlassen. Und dann habe ich noch Frank Kodiak, also das ist ja auch Winkelmann, nämlich das Fundstück von ihm auf dem Sub. Habe ich auch vor 2020 auf jeden Fall zu lesen, weil ich sehr gespannt bin. Es klingt nämlich sehr gut, da werden Teile einer Leiche in einem Koffer gefunden von einem Reisebusunternehmen aus. Und das klingt echt extrem spannend. Ich habe auch gehört, Frank Kodiak ist brutaler als Winkelmann selbst mit der Schreibweise.
Dann habe ich 4 Südtirol-Krimis auf meinem Stapel ungelesener Bücher, und zwar einmal Die Bildermacherin von Christiane Omersreiter und Katrin Schenk und dann auch noch Die Bildermacherin und der böse Wolf von den Autoren. Das Band Nummer 2 ist sogar noch verpackt, deswegen spiegelt sich's vielleicht ein bisschen. Hier geht es immer um Anja und sie ist keine Ermittlerin, was ich sehr interessant finde. Und die Krimis spielen immer im Pfundhaus. Band Nummer 1 wird so ein bisschen über die Südtiroler Bombenjahre erzählt. Und Band Nummer 2, dort geht es um die Wölfe, was immer so ein Riesenthema ist hier in Südtirol. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Duo so schreibt. Ich lese nämlich nicht so gerne eigentlich Bücher, die Autoren-Duos schreiben. Dann habe ich noch Das Dahl im Nebel von Lenz Koppelstedt da auf dem Sub. Band Nummer 4 über Kommissario Grauner, der Viehbauch ist und nicht nur Kommissario bei der Polizia di Stato. Und hier spielt es im Unterland auf einer Apfelplantage, wo Leichen gefunden werden. Und ich bin sehr gespannt. Da gibt es nämlich bald auch den nächsten Teil, der dann auch prompt auf meinem Sub landet, wenn ich das bis dahin noch nicht gelesen habe. Und dann habe ich noch Wut kommt selten allein von Ralf Neubauer auf dem Sub. Das liegt jetzt seit 2017 auf dem Sub. Es wird also langsam mal Zeit. Hier geht es um Kommissario Fabio Fameo, der ebenfalls bei der Polizia di Stato ermittelt. Und es gibt schon 6 weitere Bände von dem. Also das hier ist das 7. Und ich habe es inhaliert quasi und ich bin gespannt. Hier ist der Schauplatz Dorf Tirol und Südtiroler Unterland. Ist ein bisschen weiter weg von mir, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus und vielleicht lese ich es auch deshalb nie. Ich glaube aber, ich muss einfach auch nochmal die gesamte Reihe komplett durchlesen, weil ich nicht mehr weiß, wie Fabio Fameo vom Typ her so war. Ah ja, hier ist ja die nächste Reihe von Gruber. Und zwar die Rache-Reihe, die komplette. Rache Sommer, Rache Herbst und Rache Winter. Ich frage mich ja immer, ob da noch ein 4. rauskommt. Und deswegen lese ich sie nicht. Ne, okay, Quatsch, ich habe mir den 3. Band erst kürzlich gekauft. Also letztes Jahr. Ich bin sehr, sehr interessiert. Hierbei geht es um Walter Polanski und Evelyn Meyers immer als Ermittlerteam. Dann leider Gottes immer noch auf meinem Stapel Redwood Love. Und zwar die gesamte Reihe 1 bis 3. Und zusätzlich ist auch noch dazu gekommen Redwood Dreams Band Nummer 1, weil ich nicht daran vorbeigekommen bin. Ich weiß noch nicht mal, ob mir die malerische Stadt Redwood überhaupt gefällt, weil ich habe so unterschiedliche Reviews dazu gelesen. Ich habe es 2018 bekommen, diese ganze Reihe, zu Weihnachten. Und jetzt wird es, glaube ich, echt mal Zeit, dass ich anfange damit. Ebenfalls auf meinem Sub liegen noch 2 Bücher von Bernhard Eichner. Und zwar einmal Bösland. Habe ich mir mal gekauft, als es rausgekommen ist. Ich glaube, das war 2018, soweit ich weiß. Und das ist auch ein Hardcover-Buch. Ich habe gar keine Ahnung, um was es hier eigentlich geht, aber irgendwie er hing an dem Gürtel, an dem er mich immer geschlagen hat. Also so ein bisschen Suizid und so vielleicht. Und dann habe ich noch Der Fund von ihm auf dem Sub. Da geht es um eine Frau, die in einer Bananenkiste was gefunden hat. Aber das möchte ich auch 2020 unbedingt lesen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Aber schon allein wegen diesen gelben Seiten muss ich es ja lesen. Weiter geht's jetzt mit Sebastian Fitzeks Werken, die ich auf meinem Sub habe. Und das sind ziemlich viele, wie du gleich feststellen wirst. Und zwar einmal habe ich Der Augensammler. Das ist jetzt die Bildausgabe, deswegen sieht es anders aus. Und dann habe ich natürlich auch noch den 2. Band davon, nämlich Der Augenjäger auf meinem Sub. Ja, ich weiß nicht mal, um was es darin eigentlich geht, aber ich wollte die Reihe komplett haben, bevor ich sie lese. Dann habe ich 2 Hardcover-Bücher auf dem Sub, und zwar einmal Der Insasse. Das ist die Limited Edition, ist 2018 rausgekommen und das ist so ein richtig weiches Cover. Hierbei wird jemand in eine Gummizelle eingesperrt und ich fand es richtig interessant. Dann habe ich noch Flugangst 7a auf dem Sub. Hier bewegt sich übrigens eine Hand, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und ich fand die Aufmachung so genial, deswegen musste ich es haben. Geht auf jeden Fall darum, dass jemand in einem Flugzeug dann ums Leben kommt. Dann auf meinem Sub Amok-Spiel. Splitter, Der Seelenbrecher und noch Das Kind. Das möchte ich auch 2020 unbedingt lesen. Schließlich noch 8 Nacht. Das interessiert mich eigentlich am wenigsten. Ich habe herausgefunden, dass das irgendwie zu so einer Serie oder zu einem Film geschrieben wurde. Und deswegen habe ich es seit, lass mich lügen, 2017 auf dem Sub. Aber ich habe damals Fitzek gelesen und dachte mir, musst du haben. Und dann habe ich noch das letzte von Fitzek, nämlich Der Nachtwandler auf dem Sub. Und wie du sehen kannst, sind das jetzt fast deine gesamten Werke, die ich auf dem Sub habe. Auf meinem Sub liegt auch noch Auris von Vincent Kliesch nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Lese ich aber auf jeden Fall, bevor Band Nummer 2 rauskommt.
Also hoffe ich zumindest. Ich habe es mir vorgenommen für 2020. Dann habe ich noch abgeschnitten auf meinem Sub. Leider Gottes musste ich das damals unbedingt haben, als der Film rauskam. Deswegen habe ich ein Filmcover. Ich hasse Filmcover eigentlich bei Büchern. Hab viel lieber die normalen. Ich bin aber sehr gespannt, habe viel, viel Gutes darüber gehört. Und weil Fitzek mit Zirkus schreibt, finde ich es noch interessanter. Zirkus ist eine gute Überleitung für die nächsten. Und zwar habe ich dort einmal abgeschlagen, ein Paul Herzfeld-Thriller. Und ich bin sehr gespannt. Paul Herzfeld soll anscheinend auch in Abgeschnitten vorkommen und deswegen bin ich noch mehr gespannt darüber. Ich weiß aber jetzt nicht, was ich als erstes lesen soll. Abgeschnitten oder das? Auf jeden Fall kommt ja auch ein zweiter Band dieses Jahr raus. Davor muss ich das auf jeden Fall gelesen haben. Und dann habe ich auch noch diese True Crime-Reihe von ihm. Und zwar diese hier mit zerbrochen, zersetzt und zerschunden auf dem Stapel. Hier geht es immer um Dr. Fred Abel. Und ich bin gespannt, weil es da um einen Rechtsmediziner geht. Und ich liebe die Arbeit von Rechtsmedizinern zu lesen. Zur Abwechslung wieder mal ein bisschen New Adult Stuff. Und zwar The Light in Us von Emma Scott. Ich fand diese Geschichte einfach so interessant und vor allem das Cover. Ich glaube, da gibt es aber auch noch irgendwann mal einen zweiten Band. Mal gucken. Emma Scott gefällt mir ja sehr gut vom Schreibstil her und deswegen dachte ich mir, komm, nimmst du einfach mal mit und ich bin gespannt. Es geht auf jeden Fall um eine Geigerin, die die Musik dann irgendwie plötzlich nicht mehr spürte. Und jetzt ist sie Assistent von einem blinden, ehemaligen Sportler. Und der möchte eigentlich gar nicht, dass sie ihm hilft und so. Als nächstes dann von Kira Moon einmal Show Me the Stars und den zweiten Band Save Me From the Night. Da gibt es noch einen dritten, werde ich mir auf jeden Fall auch holen, aber hoffentlich erst, wenn ich die beiden gelesen habe. Und die habe ich mir gekauft wegen dem ultra genialen Cover. Ich habe nicht mal eine Ahnung, um was es eigentlich geht. Die ersten Bände von der Ich Bin-Reihe von Ethan Cross liegen auch auf meinem Sub. Also einmal Die Nacht. Ich habe es mir ja eigentlich nur gekauft wegen diesem extrem coolen Aufmachung. Dann habe ich auch noch Band Nummer 2, Die Angst. Das hat auch die geilste Aufmachung der Welt. Die liegen auch in meinem Regal und nicht stehen. Und dann noch Ich bin noch Schmerz, das sieht man aber nicht, weil es so weiß ist. Hier geht es immer so ein bisschen um Francis Ackerman Jr. und ich bin sehr, sehr gespannt. Es gibt da auf jeden Fall noch 2 oder 3 weitere. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich muss erstmal die lesen und hoffen, dass mir der Schreibstil einfach gefällt. New Beginnings habe ich auch noch auf meinem Sub von Lily Lucas. Ich finde, dieses Buch ist unglaublich dünn und für diesen Preis echt unverschämt dünn. Es gibt hier auch noch einen zweiten Band, aber ich weiß nicht, ob ich mir den wohl irgendwann mal kaufen werde, wenn als E-Book wahrscheinlich. Aber zuerst werde ich mal Band Nummer 1, glaube ich, lesen. Hier geht es um einen Au-pair übrigens. Dann Finde mich jetzt, ist auch noch auf meinem Sub. Möchte ich aber 2020 lesen, ist auf meinem 20 Bücher für 2020 Stapel drauf. Und hier gibt es auch schon den zweiten. Ich weiß gar nicht, ob es den dritten auch schon gibt, aber ich weiß, dass es eine Trilogie ist. Und hier wird halt wieder jemand von einer Liebe enttäuscht und zieht dann weg. Und ja, ist halt auch eine Liebesgeschichte. Hoffentlich nicht mehr zu lange auf meinem Sub liegt, Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt von Brittany C. Sherry. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn mir hat da Wenn Donner und Licht sich berühren super gut gefallen. Deswegen habe ich sehr große Hoffnungen in dieses Buch. Aber ich habe auch Angst, es zu lesen, weil die Hoffnungen so groß sind von einem anderen Buch, glaube ich. Deswegen liegt es immer noch hier auf meinem Sub. Und dann habe ich auch noch Up All Night von April Davison auf dem Sub liegen. Ich habe das gekauft wegen dem Cover. Und ich habe keine Ahnung, um was es geht, aber ich weiß, dass der zweite Band von dieser Reihe auch schon draußen ist. Aber zuerst muss ich den lesen, bevor ich Band Nummer 2 kaufe. Dann habe ich die beiden Bücher von Christian Kraus auf meinem Sub. Und zwar einmal Nichts wird dir bleiben und einmal Töte, was du liebst. Ist ein zweibändiges Buch. Ich glaube zumindest, dass es mit den zwei Teilen dann Schluss ist. Und ich habe den Autor über Instagram kennengelernt und deswegen dachte ich mir, da probierst du mal die Bücher, aber bisher stehen sie nur im Regal. Eigentlich wollte ich immer Band Nummer 1 erst lesen und mir dann Band Nummer 2 kaufen. Hat gut funktioniert. Der Junge muss eine frische Luft von H.P. Kerkeling liegt auch seit einem Jahr auf meinem Sub. Mittlerweile habe ich den Film gesehen, deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob ich das Buch noch lesen möchte. Aber irgendwie möchte ich den Humor auch im Buch miterleben von Kerkeling. Dann habe ich immer noch auf meinem Sub Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher. Ich glaube, fast jeder hat dieses Buch schon gelesen oder mittlerweile auch die Serie auf Netflix gesehen.
aus Ermangelung an Netflix wollte ich das Buch haben und das Buch wollte ich schon so lange haben und ich habe es irgendwie immer noch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber irgendwie lässt es mich nicht hin, weil ich weiß, dass es ein Jugendbuch ist vielleicht. Keine Ahnung. 3 von 4 Bücher von der Romance Elements Reihe habe ich auch auf meinem Sub. Das ist ja von Brittany C. Sherry die Reihe. Aber das sind immer die Bücher einer abgeschlossenen Geschichte. Das ist im Endeffekt nur eine Reihe. Und zwar einmal Wie das Feuer zwischen uns. Ich finde die Typen auf dem Cover so genial. Dann noch Wie die Erde um die Sonne. Und natürlich auch noch Wie die Stille unter Wasser. Und von dem finde ich das Cover im Übrigen am tollsten. Das ist jetzt Band Nummer 3, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich bin sehr gespannt, ob die Typen auf dem Cover was mit diesem Buch zu tun haben, wie bei Band Nummer 1. Band Nummer 1 fand ich nämlich ganz toll. Dann habe ich von Mona Carsten die Again-Reihe auch noch auf meinem Sub, aber nur noch 3 von 4. Das 4. habe ich im Sommer gelesen und wollte eigentlich dann gleich mit der Reihe weitermachen, habe es aber nicht geschafft. Und zwar dann einmal natürlich Feel Again. Hier geht es allerdings auch dann immer wieder um andere Menschen, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn man es nicht zusammenliest. Dann noch Trust Again und das neueste Hope Again. Ich weiß, dass es da dann noch ein Band geben wird. Irgendwann dieses Jahr erscheint der und deswegen weiß ich nicht, ob ich eventuell warte und das dann lese oder irgendwann doch lese und ich habe keine Ahnung. Wird auf jeden Fall noch ein bisschen auf dem Sub liegen. Schon seit Dezember 2018 auf dem Sub habe ich Der Himmel gehört uns von Luc Allnutt. Hier geht es darum, dass ein Kind Krebs hat und die Eltern dann in ein tiefes Loch fallen. Das Kind überlebt es nämlich auch nicht. Und ich finde solche Themen immer sehr, sehr interessant. Ich liebe einfach Bücher, die emotional sind und in denen es über das Thema Krebs geht. Deswegen habe ich es mir auch gewünscht und dann zu Weihnachten bekommen, 2018. Dann habe ich von John Katzenbach noch Die Grausamen auf meinem Sub. Habe ich mir gekauft, weil ich es in der Buchhandlung gesehen habe und dachte, hey, John Katzenbach, der hat dir ganz gut gefallen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, um was es geht. Ich habe es einfach mitgenommen Anfang 2018 und mir gedacht, liest du schon irgendwann mal. Das nächste Buch, was ich auf dem Sub habe, werde ich wahrscheinlich nie in meinem Leben lesen, da mir Band Nummer 1 nicht gefallen hat. Und zwar Die 7 Kreise der Hölle von Uwe Wilhelm. Ist eine Trilogie, das ist wie gesagt Band Nummer 2. Band Nummer 1 war so ein Schrott, dass ich glaube ich nie in meinem Leben Band Nummer 2 dann lesen werde. Aber er zappt halt noch so rum, weil ich mich nicht dazu entscheiden kann, ob ich ihn verkaufen soll oder nicht. Weiter dann wieder mit so ein paar New Adult Romanen. Und zwar einmal Morgen wirst du bleiben von Nika Stevens. 2018 habe ich es mir gekauft und bisher noch nicht geschafft zu lesen. Shame on me. Es geht hier auf jeden Fall um ein Mädchen, das einen Unfall hat. Und ich liebe solche Bücher, wo irgendwer einen Unfall hat und dann wieder ein neues Leben aufbauen muss. Und deswegen dachte ich mir, komm, das kannst du kaufen und gleich lesen. Dann habe ich auf meinem Sub noch Für immer Ravi Tays von Anne McPadlini. Ist Band Nummer 2. Es gibt ja schon einen, und zwar Die letzten Tage von Ravi Tays. Ravi Tays ist eine Mutter, die an Krebs gestorben ist und hier geht es jetzt um das Kind und wie es aufwächst, wie es die Jugendjahre verbringt und ich dachte mir immer schon, wie ging es etwa mit dem Kind weiter und ja, in diesem Buch würde ich es erfahren. Die Antwort auf Vielleicht von Henrik Winter liegt auch noch auf dem Sub. Da geht es wieder um eine Frau, die krank ist und Chemotherapie bekommt und Adam ist der Taxifahrer, der sie immer von A nach B fährt und dann verliebt er sich in sie. Henrik Winter ist übrigens Winkelmann, also ist wieder ein Pseudonym von ihm, deswegen habe ich mir das Buch auch gekauft. Und dann habe ich noch Maybe This Love und Plötzlich ist es für immer von Jennifer Snow da liegen. Das ist, ich glaube, Band Nummer 2 der Colorado Eis-Reihe. Band Nummer 1 kenne ich nicht, Band Nummer 3 habe ich gelesen. Und ich glaube, ich kaufe erstmal Band Nummer 1 und lese es dann. Hier geht es natürlich wieder um Ben Westmore, den NHL-Star. Genauso wie in den anderen Büchern. Eigentlich geht es ja auch immer um den NHL-Star. Dann habe ich einen Teil von mir, von Katrin Slaughter auf dem Sub. Das lässt mich einfach nicht hin, weil es erstens so dick ist und zweitens hat mir eins von ihr nicht so gut gefallen. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das überhaupt mal lesen werde. Ich habe es geschenkt bekommen und werde es wahrscheinlich doch irgendwann mal anfangen, wenn ich ganz viel Ruhe habe. Dodis Käfig von Alison Cooper habe ich auch auf meinem Sub. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das einfach gekauft habe. Ich habe es einfach mitgenommen, ohne überhaupt zu wissen, um was es in diesem Buch geht. Deswegen weiß ich es bis heute nicht. Aber es liegt noch nicht so lange auf dem Sub. 2019 habe ich es, glaube ich, gekauft. Ja, und das war mein Substapel von 2020.
Ich bin super gespannt, ob ich ihn abbauen kann oder ob ich überhaupt immer nur so zubaue, weil ich kaufe mir ja jeden Monat dann immer wieder die Neuerscheinung, wenn was rausgekommen ist. Ja, auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann gib mir doch gerne eine positive Bewertung. Du kannst mich auch gerne kostenlos mit einem Klick abonnieren und mir natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen. Hier drüben verlinke ich dir den Sub vom letzten Mal, denn ich habe schon letztes Jahr so ein Video gedreht und dann kann man auch so einen kleinen Vergleich dann sozusagen stellen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, hau raus, mach es gut, ciao!